Es gab einen Anschlag auf das Leben der Tarne. Ausgerechnet ihr Huskarl, Bastard. Feldwebel Era und ihr Trupp sind gerade rechtzeitig gekommen, um der Sache nachzugehen. Ihr Huskarl hat den Anschlag verübt? Hat die Tarne den Anschlag überlebt? Ei, unsere Fiora ist zäh. Richtig zäh. Hat den Hawker auf der Stelle niedergemacht. Schaut, ich muss auf meinem Posten bleiben. Ich bin mir sicher, dass der Feldwebel und unsere Tarne mit euch sprechen wollen. Die Halle ist einfach nur die Treppe am Hauptplatz hoch. Danke, ich spreche sofort mit der Tarne. Werte Freundin, ich könnte schwören, dass wir uns erst vor ein paar Tagen unterhalten haben. Ich sehe euch an, dass ihr von Nimalteens übler Lage wisst. Era, ihr hier? Wie geht es euch? Gut genug. Es tut gut, einen Grund zu haben, jeden Morgen aufzustehen. Ohne meine Familie, so wie sie früher war, da ist es leicht, sich in tristen Gedanken an Ödfeld zu ergehen, an die guten Tage. Doch ihr seid eine Kämpfernatur. Ihr seid stärker geworden. Aber sagt, was hat euch nach Nimalteen geführt? Diese Ermittlung. Damit befasse ich mich gerade. Denska sagte immer, dass ich mich in alles verbeiße wie eine Bärenmutter. Ich kann einfach nichts loslassen. Jetzt setze ich diesen Instinkt zum Wohl des Pakts ein. Seht ihr, wie ich sagte, ihr seid stark geworden. Wie seid ihr an diesen Auftrag gekommen? Nach meinem Zusammenbruch haben einige der anderen ihre Beziehungen zu den Befehlshabern des Pakts spielen lassen. Während der Ausbildung sprachen wir über das, was ich tun würde. Und das hier scheint perfekt zu mir zu passen. Das tut es. Was bringt euch in meine Halle? Ihr seht nicht so aus, als ob ihr die Hilfe einer Tarne braucht. Und wenn ihr mit Era hier seid, ihre Hilfe brauche ich auch nicht. Nun, das wird sich noch zeigen. Ich bin eine Freundin von Era und ich bin gekommen, um zu helfen. Eine Freundin von Era? Nun gut, willkommen in Nimalteen. Era und ich sind uns in Balfourien begegnet. Man nennt mich hier der Königspfeil. Der Königspfeil? Wohlan. Sagt niemandem, dass Betarnes ein Mitglied des Wurmkults war. Ich werde Nimalteen nicht ins Chaos stürzen lassen. Wir sind ihm auf der Spur. Während wir hier sprechen, suchen meine Berater und der Hofmagier nach Hinweisen auf den Kult. Nein, ich werde niemandem etwas sagen. So, Betarnes, Euhuskarl war ein Wurmkultist? Behaltet das für euch. Ich werde Nimalteen nicht ins Chaos stürzen lassen. Wir sind ihm auf der Spur. Während wir hier sprechen, suchen meine Berater und der Hofmagier nach Hinweisen auf den Kult. Ja, das sagtet ihr schon. Dann erzählt mir mal, wie läuft die Untersuchung bisher? Langsam. Mein Berater Borodin ist im Gasthaus und befragt die Dorfbewohner. Mein Hofmagier Golun ist in der Magiergilde und betreibt Nachforschungen über den Wurmkult. Könntet ihr ihnen zur Hand gehen? Ja, natürlich, das könnte ich machen. Euren Berater und euren Hofmagier. Gut, ich werde tun, was ich kann. Mein Volk sollte nicht aufgrund von Problemen an meinem Hof leiden. Ich hätte den Verrat von Betarnes kommen sehen sollen, bevor er sich in meiner Halle ausbreitete. Macht euch keine Vorwürfe. Könnt ihr mir beschreiben, was geschehen ist? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Der Bastard bat mich um eine vertrauliche Unterredung. Er meinte, er müsste mir etwas Heikles sagen. Als wir alleine waren, zückte er ein Messer. Ich musste ihm mit bloßen Händen den schuppigen Hals umdrehen. Er bat um eine Unterredung? Was ist davor passiert? Ich meine, habt ihr vor dem Angriff etwas geahnt? Nicht im Mindesten. Wenn ich nur an die vielen Tage denke, die dieser Schuppenrücken von meinem Met getrunken hat, in meiner Halle gelebt hat, boah! Sitzt das gerade? Lasst mich raten, ihr sucht nach Wurmkultisten, richtig?
Woher? Ja, das stimmt. Nun, da haben wir's. Wir sind alle Wurmkultisten. Jeder in Nimalteen betet Würmer an und tanzt mit Daedra. Ihr lacht darüber? Das bedeutet, ihr habt noch nichts in Erfahrung bringen können? Ich habe erfahren, dass die Tane sich zur Ruhe setzen muss. Eine Problemlöserin anreisen lassen, weil Fiora sich mit ihrem Huskarl gestritten hat? Eine Schande. Es lässt Nimalteen schlecht dastehen. Langsam glaube ich, dass wir einen neuen Tane brauchen. Aha, wie ihr meint. Ihr wart dort. Ist Indenia wirklich von den Toten auferstanden? Indenia? Ja, ich war dabei. Ich habe es gesehen. So viel zu tun. Verschwindet hier! Ich bin beschäftigt! Ja, das weiß ich. Tane Fiora sagte, ihr hättet eine Theorie über den Wurmkult erzählt. Die Tane ist ungeduldig. Ich habe es schon fast. Zunächst war ich völlig ratlos. Warum sollte der Kult in dieses rückständige Nest kommen? Was könnte der Kult ausgerechnet hier in Nimalteen finden und nirgendwo sonst? Das ist eine berechtigte Frage. Tja, was könnte das sein? Ich muss noch mehr Nachforschungen anstellen. Ich muss ein Buch in der Bibliothek der Tane konsultieren, um mir ganz sicher zu sein. Ich werde euch dort treffen, sobald ich kann. Gut, ich danke euch, Golun. Wie läuft die Untersuchung? Nimalteen erinnert mich an Ödfels. All diese guten Menschen, die nichts von der Gefahr ahnen, in der sie schweben. Wenn wir nur meinen Ehemann und meinen Sohn hätten schützen können. Habt ihr etwas erfahren? Schaut nach vorne, Era. Naja, Borodin ist ein Säufer. Er behauptet sogar, dass jeder in Nimalteen Teil des Kults ist. Er ist ein Narr. Hat Golun etwas Interessantes entdeckt? Ja, das sieht das sogar so aus, als stünde er kurz davor herauszufinden, was der Kult will. Oh, und weiter? Na, weiter hat er nichts gesagt. Er wollte ein Buch in der Bibliothek der Tane konsultieren. Ich bin gespannt, was er aufdecken wird. Würdet ihr in der Zwischenzeit das Haus von Betanes durchsuchen? Es liegt direkt südlich der Halle der Tane. Ich vertraue darauf, dass euch nichts entgeht. Danke für euer Vertrauen. Ich schaue es mir an, Era. Gut, weiter so. Also, die meisten Leute verstecken Hinweise im Nachttisch. Da gibt es nichts Verdächtiges. Im Korb gibt es auch nichts Verdächtiges. Was ist das? Die Geister sind der Schlüssel, um Sinmors Kraft freizusetzen. Wir müssen die Nimalteen als Ausgangspunkt für die Sache nutzen. Wenn Fiora nicht mitspielen will, dann beseitigt sie. Ihr stellt zu viele Fragen. Ein Mord? Und das direkt vor meinen Augen? Oh, gut euch zu sehen. Ich habe traurige Kunde. Golun ist tot. Wir hörten einen Kampf, aber meine Soldaten und ich kamen zu spät. Golun? Wo hat man ihn gefunden? In der Bibliothek, mit zwei zerschlagenen Skeletten. Der Wurmkult, da bin ich mir sicher.
Aber wie sind Sie an meinen Wachen vorbeigekommen? Gute Frage. Ich werde bei der Suche helfen. Zuerst der Angriff auf die Tane und jetzt das. Ich habe meine Soldaten gebeten, sich aktiver an der Verteidigung der Halle zu beteiligen. Hoffentlich reicht das. Ära, als ich im Haus von Betanes war, wurde ich von einem Assassine angegriffen. Das heißt, dass der Kult weiß, dass ich hier bin. Ihr habt keine Angst, oder? Bleibt stark, meine Freundin. Wir werden die Quelle dieser Verderbnis aufspüren. Auf Gullun wurde mehrere Male eingestochen, bis er tot war. Ein leicht glühendes Objekt ist gerade so unter ihm zu sehen, als hätte er versucht, es zu verbergen. Grüße, Meister Dendruff. Wie immer leben eure Erinnerungen in mir fort. Wie kann ich dienen? Ihr mir dienen? Was seid ihr? Ich bin so, wie ihr mich erschaffen habt, Meister. Eine magische Erinnerungsmatrix. Ein Ort, an dem ihr eure liebsten Erinnerungen sicher verwahren könnt. Ihr verwahrt Erinnerungen? Dann erzählt mir von der letzten Erinnerung, die ihr verwahrt. Forschungsnotiz. Wie ich vermutete, plant der Wurmkult, die gebundenen Geister der Gefährten zu benutzen, um Sinmur zu stärken. Ich habe Beweise gefunden, dass sie sich in der Krypta unter Nimalteen sammeln. Die Fußabdrücke führen zu diesem Kamin hier. Was? Nein! Das ist alles? Ja, Meister Drendorf. Eure Notizen über die Gefährten deuten darauf hin, dass sie einst mächtige Helden als ewige Wächter gebunden haben. Ich kann mich nicht an weitere Informationen zu diesem Thema erinnern. Schon gut. Ich danke euch. Meine Brüder und Schwestern wollen Nimalteen einnehmen. Ihr steht ihnen dabei. Ich bezweifle, dass ich in einem fairen Kampf gegen euch bestehen könnte. Zum Glück muss ich das gar nicht. Während ich euch hier beschäftige, erhält die Tane ein letztes Rekrutierungsangebot. Wenn sie sich weigert, stirbt sie. Ich rufe die Mächte der Finsternis an, auf dass sie mir ihre Macht übertragen. Wir sollten um etwas Gold würfeln, interessiert. Durch dieses Ritual binden wir euch an uns, dädrischer Diener. Man kann in der Wahl seiner Feinde gar nicht vorsichtig genug sein. Wurde, muss er unterworfen werden. Die Kultisten? Sie kamen aus dem Nichts. Ära. Sie führte sie an. Sie verlangte, dass ich dem Kult beitreten sollte. Ich habe sie überrascht. Ära? Ära führte sie an? Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Ich habe sie mit der Klinge erwischt und dann huschte sie davon wie ein Skever. Werdet ihr zurechtkommen, wenn ich euch hier allein lasse, Tane? Haltet den Mund und verschwindet von hier! Bluten fühlt sich gut an.
Es erinnert mich daran, dass ich am Leben bin. Ich sah, wie sie hinunter ins Wasser lief. Sie ging in die Krypta. Borodin, Gullun ist tot, wie ihr befohlen habt. Und ich fühle mich, als wäre ich es ebenfalls. Ich sehe ständig den Schock und Schmerz in seinen Augen. Vielleicht bin ich nicht so abgebrüht, wie ich dachte. Wie dem auch sei, sobald diese Tane-Geschichte beendet ist, bin ich fertig mit dem Kult und mit euch. Solltet ihr mir dennoch folgen, dann werden wir herausfinden, ob ich fähig bin, erneut zu töten. Ah! Ihr seid also hier, um mich zu töten. Ich bin hier, um euch zur Rede zu stellen. Warum habt ihr das getan, Aera? Erinnert ihr euch an Denska? Lytrek? Erinnert ihr euch daran, wie sie gestorben sind? Wie ihr Blut aus Wunden strömte, die Klingen des Bündnisses geschlagen hatten? Ich habe es mit angesehen. Ich habe sie sterben sehen. Ihr könnt euch diesen Schmerz nicht vorstellen. Ja, das weiß ich. Was ist mit eurer Tochter, Trinhild? Ich sehe Trin so gut wie nie. Sie ist immerzu auf ihren Missionen unterwegs. Und bald wird sie auch tot sein. Gestorben in diesem sinnlosen Krieg. Der Wurmkult kam, als ich trauerte. Sie sagten, sie könnten mich wieder mit meinem Mann und meinem Jungen vereinen. Ich musste nur einige Informationen über den Pakt weitergeben. Seid nicht dumm, Aera. Ihr müsst doch gewusst haben, dass das eine Lüge war. Vielleicht. Aber ich wollte daran glauben. Es ging nicht nur um verratene Geheimnisse. Bald verlangte der Kult, dass ich für ihn töte. Golun, Tane Fiora. Trin würde mich für das verabscheuen, was ich geworden bin. Ich bin mit dem Kult fertig. Aber es ist zu spät, oder? Wenn ihr wirklich mit dem Kult fertig seid, dann lauft jetzt davon, bevor ich es mir anders überlege. Ich werde behaupten, ihr wärt tot. Geht. Trin, bald wirst du sehr schlimme Dinge über mich hören. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass diese Dinge nicht wahr sind. Sie sind wahr. Ich kann dir nur versichern, dass ich mir meiner Fehler bewusst bin. Ich weiß, dass du enttäuscht bist. Ich kann dies nie wieder gut machen, aber bitte vergiss nicht, dass ich dich liebe und es mir leid tut. Mutter. Aera Erdwender, ihr habt jene verloren, die euch wichtig waren, aber es gibt Möglichkeiten, euch wieder mit ihnen zu vereinen. Alte Sitten bewährt durch Zeit und Blut. Wir wollen im Gegenzug nicht mehr als Informationen über die Bewegungen des Pakts. Gebt sie uns, bleibt uns treu und wir werden euch wieder mit euren Lieben vereinen. Im Namen von Manimarko, Talik Wurmvater.
So. Ära hat also hinter vielem davon gesteckt, nicht wahr? Ich gebe nicht vor, ihre Gründe zu kennen. Ich will nur wissen, ob ihr sie erledigt habt oder nicht. Ja, Ära hat dem Wurmkult Informationen preisgegeben. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Sie ist tot. Ära Erdwender ist tot. War's schwierig? Unerheblich. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr habt Golun und all die anderen gerecht, die Ära belogen und ermordet hat. Nimalteen ist sicher. Wir stehen zutiefst in eurer Schuld. Die Würmer werden keinen Schutz im Schatten von Nimalteen finden.